Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zum Projekt Old Stream Real Life auf Agrarland, alten Agrarland, zusammen mit dem lieben Michel, den wir jetzt am Anfang auch noch hören. Also Michel alias Dietmar. Ja, moin. Und bevor wir mit Hi. dem RP starten, haben wir nochmal jetzt eine kleine Sache anzusprechen. Erstmal bedanke ich mich schon mal für die. Ja, wie das Projekt positiv bis jetzt angenommen wurde. Ob die Infovideos oder halt die beiden ersten Videos wurden wirklich mega positiv von euch angenommen. Das freut uns auf jeden Fall richtig. Ja, sehr. So, Richtig cool von euch allen. ja, vor allen Dingen auch, was wir so bekommen. Ja, Zuspruch, auch Leute, die mitmachen wollen. Verschiedenste Rollen. Also, ich glaube, dieses Projekt wird echt der Oberknaller. Wie gesagt, vor allen Dingen dadurch, dass wir halt mit der Community spielen, das machen, ja, nö, so ein RP-Projekt mit der Community selber gibt es bis jetzt noch gar nicht. So, das auf jeden Fall schon mal dazu. Dann haben wir auch schon die ersten Sachen, die ihr so geschrieben habt, an Tipps umgesetzt. Und zwar, wir haben jetzt die Schwierigkeitsgrad von schwer auf mittel gesetzt, damit wir halt, Genau. wie schon untergeschrieben wurde, dass wir halt auch ein bisschen vorwärts kommen und nicht Ewigkeiten auf der Stelle rumtrampeln. Ja, das ist jetzt das, was wir hier geändert haben. So viel dazu. Wir haben noch zwei neue Mods reingenommen, die werdet ihr aber im Laufe der Zeit sehen. Zwei waren, nee, einer, das andere war ja schon drin. Genau, Das einen neuen Mod haben wir noch reingenommen. werdet ihr aber auch sehen, für was die noch da sind. Das wird auch noch im späteren Zeitpunkt kommen. Jetzt auf jeden Fall einmal was ganz Wichtiges. Die Zeit, die wir jetzt labern, hängen wir hinten ran, das ist nicht so wild. Für die Leute, die mitmachen Definitiv. wollen, ich werde den Link von meinem Discord-Server, den werden wir unter die Videos hauen. Der Michael wird das, denke ich mal, auch bei sich unten in den Kommentaren schmeißen. Den Link Ja, würde vom ich bereitsetzen. Discord-Server. Wir haben auf dem Discord-Server jetzt einen Kanal angelegt, extra für dieses Projekt. Dort dürft ihr euch gerne drinnen melden. Einfach in den Discord-Kanal reinschreiben. Da posten wir auch immer die aktuellen Videos. Dort werden auch die Mods reingeschrieben, die wir haben. Das sind nun mal bis jetzt noch nicht viele. Auf jeden Fall, Nö. schreibt da rein, wer mitmachen will. Schreibt rein, was ihr gerne für eine Rolle machen würde, haben würdet. Dann schreiben wir euch über Discord, können wir euch dann nämlich privat anschreiben. Macht sich auf jeden Fall für uns am besten, wegen Zwecks PSN-Name und ob das funktioniert so mit der Rolle. Wer natürlich keinen Discord-Server hat und sich jetzt auch nicht extra Discord installieren will, der kann sich natürlich weiterhin über Instagram und Facebook melden bei uns. Das ist natürlich auch nicht das Problem. Leite ich Genau. natürlich alles weiter an Michel, so ist es nicht. Aber am einfachsten für uns ist es halt über den Discord-Server. Ich habe da extra einen Kanal angelegt, extra hier Old Stream Real Life RP-Projekt. Genau. Dort mit rein, einfach auf den Kanal gehen, raufschreiben, ich würde gerne mitmachen, ich möchte gerne zum Beispiel Michel sein Praktikant sein. Also Dietmars Praktikant. Alles kein Problem. Funktioniert auf jeden Genau. Fall. Und ja, das sollte mal kurz so von meiner So Seite als dafür sein. Info. Genau, als Info reingesetzt werden. Da wir haben ja schon relativ viel von euch Feedback gekriegt, finden wir total geil, freut uns auch. Aber natürlich werden wir jetzt auch langsam mal überzwitchen auf den RP, Genau, wir werden jetzt das weil RP-Projekt starten. genau, Würde ich mal weil sagen. wir müssen noch ein bisschen RP. weitermachen. Genau, RP ab. Jetzt? So. Ja, jetzt. Genau, jetzt. So, wir sind aber beim letzten Mal hier bei dem Dietmar gelandet. Dann werden wir mal zu dem Dietmar hingehen. Da ist er schon. Ja, moin, Ja, Dietmar. moin, Bob, Alter. Was Na ist du? los? Ja, ich bin jetzt hier zum Sehen. Erzähl mir mal, welches Feld wir um welches es sich handelt. Kannst mir das ja mal fix zeigen, dass ich dir Ja, da Bob. fix dein Ölrettich ansehe. Ach nee, Gras war das. Krass, genau. Bob, komm mal mit. Ich zeig dir das mal hier. Komm mal mit. Bin immer den schnellsten Weg. Das Feld habe ich schon mal auf rechts gedreht, ne? Siehst du ja hier. Jo. Ja, Gedüngt hast du schon eine und Stufe? ja, da gehe ich nachher noch mal ein bisschen rüber mit dem IHC. Aber hier sollte mal Gras drauf. Für die Kühe vielleicht mal ein bisschen Heu machen, Gras machen. Du weißt schon, was ich meine. Ja, nö, das kriege ich doch. Ja, ruckzuck hin, das mache ich dir fertig, mache ich dir das. So, bevor du aber anfängst, überweise ich dir erstmal. Wir haben gesagt 1200, ne? Genau, 1200 haben wir jetzt gesagt. Dann machen wir das auch. Ist jetzt mal so, ja, so als Start so ein Freundschaftspreis, ne, fürs erste Mal.
Sollte angekommen sein. Ja, jetzt ist angekommen. Gut, dann werde ich mich mal Ja. in meinen schönen Träger schwingen und werde mal den Seher spielen. Den See, ja. Naja, der macht mal meinen Dann halt mal dein Jung. IHC mal ein bisschen fair, nicht dass er auseinanderfällt, wenn er hier neben den großen Vögelchen fährt. Ah, dein Vögel, der, ne? Ist ja auch. So, wie sieht's aus eigentlich? Willst du dir irgendwann auch eine Saatmaschine holen oder? Joa, Denise, werden wir uns mal angucken. Na gut, aber ich würde mich jetzt mal eine Arbeit machen. Wollen Sie es auch gründlich machen? Joa. Du müsstest mir mal so den Schlüssel für dein Land geben. Ach so, natürlich. So, jetzt sollte es funktionieren. Ja, das schaut gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. So. Aber bevor wir was machen, liebe Leute, machen wir mal was anderes. So, dann machen wir uns mal fix ein Vorgewende, damit wir nicht immer an den alten Bäumen stranden. Bisschen komisch geflügt hier, ne? Oder sieht das nur so aus? Also ein bisschen so getan, als ob er es kann, wa? Würde ich mal sagen. Du Bob, wir sind erstmal am Düngen beim Raps, ne? Ja, mach das mal. Ich mach das fertig und dann düse ich Ich wollte mal das wieder nur mal runter. sagen, bevor das wir Ärger gibt, doch. Nur ich Jo. wundert, wo wir hier geilen und, ne? Alles gut, alles gut. Hab dafür ja Geld gekriegt, deswegen. Also alles gut. Ich arbeite meinen Turn runter. Gut, gut. Na denn, frohes Schaffen. Joa. Jo. Oh, das kleine Feld, das haben wir ja schnell abgearbeitet. Und dann können wir unser Sojabohnen endlich wieder ernten. Bob. Ja. Du hast aber ein komisches CB-Phone, das knarrt ja so komisch. Ja, nicht das Neueste, ne, mein Freund. Das ist einfach so. Meine Frage, brauchst du Raps? Nö, nö, aktuell nicht. Ach so. Hab ja noch Ja, nichts dann. weiter so, wo ich das vielleicht fittiere oder so, könnte ich im Moment noch nicht gebrauchen. Hab ja noch nichts. Aber ich habe gehört, Hätte ja hier sein können. die Händler hier schreien aktuell so, ja, nach allen Fruchtsorten, die es so gibt, weil die sind irgendwie völlig aufgebrannt. Hab ich jetzt so mal so letztens im Kneipengang so am Abend erfahren. Ja, die suchen immer. Da saßen da ein paar Händler und die haben dann gefragt, oh, kannst du nicht mal dies anbauen, kannst du nicht mal das anbauen und ja. Ach so, okay. Ja, also, ich sag mal so, ne? Oh, Händler hin oder her, ne? Das sind ja auch so Pfennigfuchser. Was ich jetzt nur am Rande mitbekommen habe, demnächst ja, taucht endlich oder bekommen wir endlich einen neuen Maschinenhändler, der auch gleichzeitig den Landhändler spielt, ne? So habe ich das jetzt mitgekriegt. Ja, das habe ich auch gehört. Wir kriegen einen neuen Landhändler, ne? Oh, mal Genau, kicken, was der da so los ist. soll auf jeden Fall einer sein, der wirklich eben was so Bereich Saatgut, Dünger, Kalk angeht, wirklich Top-Qualität haben soll. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da kicken wir mal, was da los ist. Jetzt muss ich leider, muss man ja noch
günstigen Träger kaufen, aber ich habe hier mir schon ein online rausgesucht, etwas älteres Gerät zum Düngen und sowas, aber ja, mal schauen, den werde ich mit, der soll heute auch hier am Platz des Händlers hingestellt werden, des zukünftigen Händlers. Werde ich mir mal anschauen. Den hat der Händler soweit ja schon besorgt. Ist ein Gebrauchter. Mal gucken, wie der ist. Also da habe ich jetzt schon einmal mit Okay. dem Händler telefoniert. Der scheint schon recht in Ordnung zu sein. Und da hat er mir den halt auch schon so ein bisschen verraten. So, den Landhändler wird er auf jeden Fall machen. Also übernehmen hier. Also der hat sich Was ist das für quasi. einer? Ja, so. Ein ziemlich geselliger Genosse bis jetzt gewesen. Also zumindest da am Telefon. Und E-Mail-Verkehr, den ich mit ihm hatte, das war eigentlich also ein recht geselliger Genosse gewesen. Aber wie gesagt, man kann die Ja, Leute ja den. nur bis vor dem Kopf gucken, ne? Ja, wie der Händler geil, das weiß ich auch, aber was du dir ausgesucht hast, mein Freund. Ach so, ja, nee, das darf ich noch gar nicht so sagen. Das weiß ich selber noch nicht. Das wird mir, ja, er hat mir da was besorgt. Er hat gesagt, es ist genau das Richtige für meine Größe vom Feld und was ich gerade momentan vorhabe. Sie soll mich überraschen lassen, das steht beim Händler und das habe ich für einen schmalen Taler bekommen und ja. Ach so, okay. Und da werde ich nachher mal gucken fahren. So, dein Feld ist fertig. What? Kannst gerne noch So mal ab, schnell? kannst gerne noch mal eine Abnahme machen, damit wir, damit ich hier keine Beschwerden bekomme. Machen wir kurz den Träger mal aus. Damit ich hier keine Beschwerden bekomme, wenn ich ordentlich gearbeitet habe. Aber Dann wie du loggen wir siehst, du mal hast rein. komplett Ölrettich drauf, so wie du das haben wolltest. Was? Ölrettig? Ja, Mensch, dich Mein mal so einen Junge. kleinen Scherz so am Rande, Bob. ne? Also Bob, ne? Ich Also. weiß, für dein Herzen ist das nicht so das Gesundeste, aber so, bisschen, ich bin halt so ein, ja. Ein kleiner Spaßvogel, der gerne mal ein Abbeißen tut. Also, da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Weißt du, ich könnte auch mit meinen Schlepphoden hier fliegen, aber das ist was anderes, ne? Da müssen wir ganz drüber sprechen, das ist was anderes. Aber ja, es ist Gras drauf, es ist in Ordnung. Ich gehe da gleich mal mit der Düngermaschine drüben und dann gucken wir mal. Und dann geht das bis zum nächsten Mal. Aber vielen, vielen Dank, Bob. Ja, du, nix zu danken, wenn du noch mal irgendwo was brauchst, ne? Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, rechts an der Kneipe am Barhocker. Ja, immer der, der am lautesten ist. Große Klappe Ja, haben, das kann, das kann ich sehr gut. das habe ich schon gehört. Aber egal, Bob. Alles klar. Danke für die Gut, Hilfe. dennoch einen angenehmen Tag, ne? Ich muss schaffen, weil du weißt ja, die Maschinen ernähren sich nicht von alleine. Ja, das stimmt So, wohl. Alles ciao. klar. Ciao. So, dann werden wir mal runter mal hoch zu uns. Das haben wir natürlich jetzt abgearbeitet hier. Ja, recht fix gegangen. Ich habe schon in der Pharma-App gelesen, da haben schon die ersten Leute geschrieben, der Dietmar kommt schon so rüber, als ob er so ein leichter Alkoholiker ist, ne? Also ich muss ich mal so recht geben, so ja, so im Unterton, so ein bisschen so alkoholisiert hört er sich auf jeden Fall an, ne? Also ich denke mal, das ist auch einer, der öfters mal einen abbeißt. Den ich wahrscheinlich auch öfters mal in der Kneipe sehen werde oder halt im ortsansässigen Supermarkt sich ein paar Fläschchen holt. Wahrscheinlich ist er auch einer, der so zwischendurch mal na, wie heißt das nochmal, zwischendurch mal, während er mit dem Träger fährt, ein Abbeißen tut. Könnte ich mir so beim Dietmar so ein bisschen vorstellen. Aber naja, das muss ja jeder selber wissen, ne? So. Wir setzen uns zum Überholen an, wir sind ja doch ein bisschen schneller unterwegs wie die. Oh, warum zieht ihr auf einmal so nach links? Oh, es wird auf jeden Fall Zeit, dass der Händler kommt, da muss ein. Auch die Fahrzeuge müssen dann auf jeden Fall gleich einen Wartungsvertrag bekommen. Das nützt all nichts. Jetzt bin ich ja mal neugierig. Hat sich denn schon mal was bei unserem Winzer getan? Da bin ich ja mal gespannt. Der sitzt bestimmt jeden Abend und bechert sich voll einen rein, der liebe Winzer.
ja gehört, dass ihr schon mal wieder ein bisschen gearbeitet habt, aber ja, gut. Nö, hier hat sich noch gar nichts getan. Oder hat er hier was gepflanzt, dass es erst wachsen tut? Das kann natürlich auch sein. Aber wer weiß das so genau? Wer weiß das so genau? So. Na gut, wir werden erstmal runterfahren. Wir wollen ja hier auch keinen Stau verursachen. Nicht, dass der Dietmar gleich mit seinem kleinen IHC ankommt und nicht bremsen kann und uns hinten in der Saatmaschine fährt. Das geht natürlich auch nicht. Da er ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Was war das? Baum abgebrochen. Ich wollte gerade sagen, was dit? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Dietmar, ne? Da müssen wir natürlich aufpassen, dass er uns nicht reinfährt. Also. Auf jeden Fall werden wir jetzt demnächst auch ein bisschen die Preise so ein bisschen angleichen. Das habe ich ja schon gesagt. Wir sehen es ja hier, was so die Preise sind, was die Leute momentan für uns verlangen oder was die uns zahlen würden, wenn wir dort arbeiten. Und ja, so die Preise wären wir auch so ein bisschen in der Richtung, okay, wenn wir für andere Leute was machen. Wenn wir so ein bisschen Lohnearbeiten machen. Aber das schauen wir uns alles an. Ne? Jetzt werden wir erstmal unsere Sojabohnen ernten. Wir haben die Arbeit beim Dietmar erledigt. Und wir müssen erstmal schauen, dass wir jetzt ein bisschen Geld rankriegen. Erstmal gehen wir uns jetzt mal den Trecker angucken, den der liebe Landhändler uns empfohlen hat. Ist zwar nur was Kleines, aber das reicht aus, um. Oh, Fronthydraulik. Da sind die Standardreifen drauf. Und die Motorausführung hat er 95 PS. Das reicht zum Düngen und zum Striegeln aus. Den wird der Händler uns auf dem Hof liefern. Also, den werden wir jetzt demnächst auf dem Hof stehen haben. Oder wir holen ihn ab, je nachdem. Aber ich denke mal, dass ich mir den von den Händlern jetzt zum Hof bringen lasse. Da der ja eh mit dem Spediteur herkommt, denke ich mal, ist das auch gar nicht mal so schlecht. Dann kann der Spediteur das eigentlich auch gleich zu mir zum Hof bringen. Und ich denke mal, so für Düngearbeiten und erstmal zum Wiesenschleppen, also zum Striegeln reicht ja alle Male aus. So, da sind wir schon am Hof. Ja, aber Leute, damit sind wir erstmal am Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut beim lieben Dietmar vorbei auf seinen Kanal. Link findet ihr wie immer in den Kommentaren. Und damit bin ich raus und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.